Hallo zusammen und ja, willkommen zur Season 4. Wir haben einen neuen Helden und haben auch ein paar Beschwörungen, die wir durchführen wollen. Der neue Held ist Lucaid. Willst du zu mir? Oder gerne. Lucaid. Was kann Lucaid? Lucaid ist mal wieder so ein Geisttypi, ja? Der geht in Geistform und da kannst du ihm nichts mehr. Witzigerweise ist Lucaid aber auch ein Tank. Ist eindeutig zu erkennen an der Paladin-Klasse, an dem Def-Wert, der ordentlich, sehr ordentlich ist und an dem HP-Wert, der okay ist. Und daran, dass er keinen offensiven Impact hat. Also er macht keinen Schaden, er macht keine Debuffs auf die Gegner, irgendwas. Das Passive hilft ihm auch noch ein bisschen. Verringert, also der erlittene Schaden wird um 20% verringert, die ersten drei Specials, die ihn treffen. Ja, das ist natürlich nicht verkehrt für einen Tank. Aber was kann er eigentlich? Er ist langsam, ja. Er ist langsam. Er geht in seine Geistform. Dabei entfernt er alle Statuseffekte und Stapel vom Wirker, also von sich selbst. Entfernt aber auch alles, was in der Theorie nicht säuberbar ist. So ein Scuddy-Dot beispielsweise. Oder Onatel-Ding, was ihm eigentlich dann auch nicht scheren sollte. Was auch immer. Also alles geht, wird auf Null gefahren. Dann geht er für vier Züge in diese Geistform. Und in der Geistform, klar, er kann keinen Mana erlangen. Er kann nicht geheilt werden, ist aber immun gegen normale Angriffe, das heißt auch gegen Steinschaden, sollte er in einer Def stehen, und gegen Spezialangriffe, Statuseffekte und Stapel. Spezialangriffe sind dann auch die Sachen, die in der Theorie Buffs entfernen. Man kann ihn nicht aus der Geistform rausholen, es ist nicht möglich. Ja? Es ist einfach nicht möglich. Ich weiß nicht, ob wir einen Dispeller haben für den Gegner, der auch nicht dispellbare Sachen dispellt. Bin ich jetzt nicht sicher, ob wir sowas haben, ehrlich gesagt. Vielleicht haben wir sowas irgendwo. Weiß nicht, ob es mit dem geht. Aber ansonsten, wenn er in Geistform ist, ist er in Geistform. Und dann geht von ihm aus ein Buff aus, dass alle Verbündeten mit Ausnahme des Wirkers, also mit Ausnahme von ihm 64% Verteidigung haben und jeden Zug 180 LP verstärkt bekommen, also Overheal. Ja. Das heißt, wenn er als Tank dasteht und in die Geistform geht, bufft er sein komplettes Team und opfert sich in dem Moment. Er ist ja dann nicht mehr attackierbar, er wirkt auch nicht mehr mit als Tank quasi, aber er bufft sein komplettes Team, die kriegen Overheal und das stackt nach und nach hoch natürlich, bis er dann wieder mal da ist. Warum ist das gut? Diese Buffs, das stackte Overheal, und die 64% Verteidigung sind mit seiner Geistform gekoppelt. Daher gehe ich davon aus, dass die Sachen nicht dispellbar sind. Das heißt, er ist langsam, logisch, aber sollte er mal auslösen, wird der Rest seines Teams erstmal zugekleistert mit Overheal und für vier Runden 64% Verteidigung hoch ist eine Menge. Von daher nicht unterschätzen den guten Herrn, aber natürlich, der ist eine Nische. Ja. Also im Top 100 Bereich wird den niemand, also ich meine, wir spielen dort oben eh keine grünen Tanks, aber selbst wenn, wird den, glaube ich, niemand als Tank spielen. Und weiter unten, ich sag mal so, wenn ihr immer noch eine Telluria stehen haben solltet, ja, ich könnte mir vorstellen, dass er minimal besser ist. Auch im Nicht-Rush, im Rush auf jeden Fall besser. Einfach mal, weil das komplette Team
ja, bombenfest macht. Wenn der Rest alles Glaskanonen sind, die einfach nur töten, sowas wie Gefion oder so ein Spaß, dann sind das dann keine Glaskanonen mehr, sondern halten einiges aus. Ja. Ob ich ihn jetzt haben will, also wenn er um die Ecke kommt, sage ich jetzt nicht nee, aber es muss nicht sein. Okay, muss einfach nicht sein, weil wir keine grünen Tanks spielen im Rush und ja, bla. Die anderen beiden vorgestellten Helden sind Aouda. Ich brauche immer noch was Gelbes für die Def. Sie würde ich da ehrlich gesagt sogar sehen. Und ja, Nemo, ich habe zwar keine Ringe, aber wenn er um die Ecke kommt, ist auch okay. Und dann natürlich der gute Balbar. Wenn ich Balbar und Lucario bekommen würde, würde ich Balbar sehr wahrscheinlich zuerst leveln, weil ich ihn stärker sehe. Okay, dann gehen wir mal rein und schauen mal, was kommt. Wenn ich den Helden des Monats bekomme, höre ich direkt auf. Wenn ich Aouda bekomme, höre ich eventuell auch direkt auf. So, mal gucken, was in der Truhe drin ist. Ah, eine Magiekugel, nicht so geil. So. Wollamork mal wieder. Zack, zack, zack. Ah. Du bist nicht Aouda. Da hatte ich ganz kurz gehofft. Und du bist auch nicht Lugaid. Oh mein Gott, mit dem Namen werde ich noch Probleme bekommen. Besonders mit voller Nase. Brienne, du bist auch nicht Lugaid. Aber so gelb-grün könnt ihr bleiben. Das sind die Farben, wo ich Defizite habe. Mit allen anderen Farben bin ich aktuell sehr zufrieden. Göffin, du bist nicht Aouda. Aouda ist gewünscht. Ja. So, was könnte denn hier noch um die Ecke kommen, was mich noch freuen würde? Du nicht. Du nicht, Poppy. Ja, im Kalender hatte ich, glaube ich, gesagt, dass Lepiota vorgestellt sein sollte. Warum jetzt hier Nemo steht, habe ich keine Ahnung. Lepiota wäre noch so ein Held, da würde ich mich freuen, auch wenn ich keine Röcke für sie über hätte. So, jetzt aber 4 Sterne, komm. Nee. Wahrscheinlich ist der nächste Held jetzt 4 Sterne. Kam das ein bisschen delayed an bei SG? Nö. So. Cyprian. So, ich will auf jeden Fall eine 30er-Beschwörung machen, aber ich mache noch eine 10er hinterher. Komm. Dann haben wir 24. Und dann sind wir durch mit S4 für diesen Monat. Jo, ist ja nur Müll. Bis auf den, der jetzt kommt. Der ist Riesenmüll. Gibt es hier auch was anderes außer Dreier? Stille. Ernsthaft? Also ihr gönnt mir einen Fünfer, aber das ist der Fünfer, den ihr mir gönnt? Frustration. Guck mal hier nochmal rein. Auch Frustration. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.